Sonntagabend, 20 Uhr, Tatortzeit. Im Lakeside Burghotel zu Strausberg versammeln sich die Menschen für ein Ereignis, das in den letzten Monaten zu etwas Besonderem geworden ist. Theater. Die Open-Air-Saison im Sommer ist in der Corona-Krise für viele Theater die einzige Möglichkeit, ihr Repertoire auf die Bühne zu bringen. So auch für das Berliner Kriminaltheater, das hier unter freiem Himmel das Stück Der Tatortreiniger aufführt. Tatsächlich ist das natürlich für einen Künstler eine furchtbare Zeit gewesen, weil ein Künstler lebt davon, Kunst zu machen und die dann rauszubringen. Also ein Künstler braucht den Rezipienten und ein Künstler ohne Zuschauer, ohne Leute, die die Kunst aufnehmen, ist ein toter Künstler. Von der Warte ist das durchaus furchtbar. Nun laufen die Vorbereitungen für die Aufführung vor Publikum wieder auf Hochtouren. In der Maske werden die Schauspielerinnen in ihre Rollen verwandelt, in die sie auf der Bühne schlüpfen werden. Ob vornehme alte Dame oder Sexarbeiterin, die Frisur sitzt. In der romantischen Kulisse der rostroten Burgmauern wird der Tatortreiniger Schotti bei seiner Arbeit in einem blutverschmierten Badezimmer von der Prostituierten des Opfers überrascht. Und eine skurrile, kurzweilige Geschichte nimmt Fahrt auf. Was den Krimi besonders macht, ist natürlich das Miträtseln und das Mitraten. Und das hat natürlich einen besonderen Überraschungseffekt, gerade wenn das dann aufgelöst wird, was ja eigentlich mal zum Ende des Stücks passiert. Und da merkt man doch an den Reaktionen, dass dann vielleicht ein großes Rauen durch den Zuschauersaal geht. Und das macht es möglicherweise besonders. Ja. Obwohl das Publikum aufgrund der Corona-Regeln stark dezimiert wurde, ist der Auftritt im Burghotel für das Krimi-Theater-Team auch in diesem Sommer ein Highlight. Wir sind jetzt schon im 12. Jahr hier und das Besondere ist eigentlich die Atmosphäre Strausberg am See, die Natur, das wunderschöne Amphitheater hier im Burghotel und das ganze Team ist total freundlich und nett und wir werden eigentlich jedes Jahr wieder wie große Familie aufgenommen. Das Publikum ist ganz toll, wir haben ganz viele Fans, die jedes Jahr wiederkommen und sogar aus Berlin kommen ganz viele nach Strausberg. Also wir holen auch Touristen hierher nach Märkisch-Oderland. Also das ist ein Nehmen und Geben und wir freuen uns jedes Jahr eigentlich. Gefreut haben sich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer über die gelungene Krimikomödie im Burgambiente.